Hallo und herzlich willkommen hier in der Sass-Area zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Skull of the Fürsten Randomizer Mod. Ich habe jetzt offscreen noch die Seelen geploppt, deswegen bin ich gerade bei 49.829 Seelen. Und in der letzten Folge haben wir ja den letzten Riesen besiegt. Ja, es hat funktioniert mit der kläglichen Ausrüstung, die wir hier haben. Malentia ist inzwischen auch hier in Madula eingekehrt und ich habe mir gedacht, jetzt leveln wir doch eine Runde. Blablabla, aufsteigen. Ich will jetzt noch ein bisschen, auf jeden Fall mal in Anpassung gehen. Und auch ein bisschen in Zauberei, damit wir noch den zweiten Slot kriegen. Und ansonsten weiter in Geschicklichkeit und Stärke. Ich will wenigstens beides auf 20 kriegen erstmal. Dann können wir jetzt auch in Intelligenz gehen. Bla. So. Reisen. Jetzt können wir uns noch den zweiten Seelenfall hier reinhauen. Haben wir jetzt schon 60. Das ist gar nicht verkehrt. Verkaufst du eigentlich noch was Neues jetzt? Nicht wirklich. Können wir noch ein paar Seelensteine kaufen. Weil die sind nämlich jetzt unendlich. Sehr schön. Wir reisen. Und zwar jetzt erstmal hierhin. Genau. Denn wir haben von dem guten letzten Riesen einen neuen Schlüssel kassiert, nämlich den Soldatenschlüssel. Und damit öffnen uns jetzt ein paar neue Wege, die wir jetzt gleich mal auskundschaften werden. So, als erstes hätten wir da... Gib mir platt, ja eigentlich. Ja, sehr gut. Als erstes hätten wir dann diese Tür hier. Ich hasse das. Au. Es hat weh. Mann, umhau mich immer alle. Du hast Soldatenschlüssel benutzt. Da hinten ist eben noch ein Quiche. Hätte ich gerne. Hier ist, glaube ich, normalerweise Sonnenlichtring. Oh oh. Au. Hab hier ganz vergessen. So, stirb. Penner. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Grüne Blüte und große Seele eines tapferen Kriegers. Nicht schlecht. Schlecht. Hier kommt, glaube ich, jetzt der Verfolger. Ist das richtig? Hallo? Höhlensoldaten Gamaschen. Die ziehen wir doch mal an. Licht machen wir auf. Flammenschmetterling, 5-mal. Okay. Also, so viele brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber nehme ich trotzdem dankend an. Hier ist gerade eine Leiche runtergeflogen. Ach, das war der Penner. Das hat mir jetzt doch hinterher gekommen. Mist. So, wir heilen uns erstmal wieder ein bisschen. Und ich würde sagen, dann, wir gehen jetzt auch direkt zum nächsten Boss. Damit wir es hinter uns haben. What the fuck? So, zack, zack, komm, tu was, zack, zack, erstmal den Typen, wow, nicht getroffen, ernsthaft, oh. Komm, tu was, au, ja, schön, halt, alte Ritterstulpen, mit, ziehen wir an und weiter geht's. So, mit dem Soldatenschlüssel können wir jetzt unter anderem auch diese Tür hier aufmachen. Aufrollen, wie immer. Hier erwarten uns ein paar Gegner. Zack. Die wir easy mit unserer Magie wegbritzeln können. Der Typ ist auch noch da. Wir dürfen auch schon ziemlich guten Damage machen, wenn wir getroffen werden. Also passen wir lieber ein bisschen auf. Was sind eigentlich Gegner, die kommen erst in der verlorenen Bastille? Verwunschen Bastille? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Sehen wir gleich. So, dann den Typen hier besiegen. Au. So, den Typen noch machen wir auch noch platt. So,
spielen wir das einfach die Magie, das ist einfacher. Ist nix fallen, schade. Kettenbrecher und Siegel des Wächters. Kettenbrecher legen wir direkt mal an. Haben wir wieder eine Waffe. Eine. Beschwört euch automatisch in andere Welten. Oh. Den ziehe ich jetzt nicht an, weil ich online spiele. Das wäre schlecht, wenn ich da in irgendwelche Welten einfach reingerufen werde. Gut. Versuchen wir mal den Verfolger. So, wie gesagt, ich habe ja gedacht, ich will den cheesen. Dafür stellt man sich einfach hier hin. Parryt den. Rennt hier durch. Nein, ich habe nicht getroffen. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist immer noch sehr schlecht. Das ist sein. Das ist sein. Probieren wir es halt nochmal. Das gibt's doch nicht. Er will mal wieder nicht. So, eine Balliste haben wir noch. Wie ist es weiterhin mit der Ballista? Wird ja funktionieren. Mann! Will doch Verfolger. Das ist wieder dieser scheiß Vorführeffekt, weißt du? Ich hasse sowas. Komm schon. Mann, Typ. Es regt mich nicht auf. Oh Gott. Jetzt haben wir doch. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Ist es denn so? Aua. Oh oh. Ja, klar. Dann piekst ich dich halt. Hättest du wohl gern, Kollege. Mann. Das nervt mich jetzt gerade schon wieder. Das gibt's doch nicht. Warum nicht? Ja, das war's. Schade, das hat schon mal nicht funktioniert. Egal, probieren wir es direkt nochmal. Wir probieren es natürlich direkt ein zweites Mal. Wir geben nicht auf. Hui. Diesmal rennen wir einfach durch. Oder versuchen es zumindest. Hoffentlich kommen wir da auch lebend an. Kann es euch leider nicht sagen. Werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. So, hallo. Okay, der andere Typ ist weg. Hin. Da ist er ja. Jawohl, geht doch. Hey. Ja gut, aber den Rest können wir auch noch so machen. Normalerweise macht man das Ganze halt jetzt einfach zweimal und dann war es mit dem Typen.
find's erstaunlich, dass das Parry so gut funktioniert. Und ja. Tja, Leute, das war der Verfolger. So, was kriegen wir denn von dem? Schattendolch und Rosturne. Okay, nehme ich mit. Nehme ich jetzt daher? Ne, tut. So, den Schattendolch rüsten wir natürlich direkt mal aus. Sieht er nicht schick aus. die Items hier unten, die räumen wir uns noch. Das ist normalerweise ein komplettes Rüstungsset. Rostige Mastnerstulpen, Seele eines tapferen Kriegers, Menschenbild, Glitzer natürlich und Geistbaumschild. Geistbaumschild haben wir hier. Und die rostigen Mastodonstulpen. Gott, sieht das hässlich aus. So, der. Oh. Wieder da jetzt für einen Effekt. Keine Ahnung. So, wir versuchen natürlich trotzdem wieder irgendwie durchzukommen. Oh. Guten Tag. Ja, einfach durchlaufen. Nicht kümmern, einfach durchlaufen. Das passt schon. So. Weil jetzt geht es mich direkt weiter. Das nächste Gebiet. Die rennen hier einfach weiter hinterher. Jetzt nicht mehr. Gut. Dafür müssen wir uns einfach hier hinsetzen. Noch ein kleines. Oder gar nicht hinsetzen. Das ist nämlich dieser schöne Rabe, den der Verfolger hier hingebracht hat. Estus Flankenschärpe. Ja, ob wir davon welche kriegen, man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. So, da sind wir auch schon. Bam! Das geht auch herzlicher. Also ernsthaft. Die verlorene Festung. So, öffnen. Immerhin hier. Villeninfanterierüstung. Ziehen wir uns direkt mal an. Sieht sehr schön aus. Was haben wir hier? Die Matte-Glut. Okay, das bleibt. Das freut mich sehr. Aber bevor wir das machen, wir haben noch ein paar Wege offen, hier, um genau zu sein. Ich gehe erstmal zurück. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich müsste noch ein Level steigen können. Das gucken wir jetzt mal. Ich hoffe es. Es wäre schön. Ansonsten haben wir noch hier ein paar Seelen, die wir ploppen können. Plopp. Plopp. Nochmal. Plopp. So. Terror of the Curse. Bla bla bla. Aufsteigen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Intelligenz. 20 Intelligenz ist gut. Wollen wir noch irgendwas haben? Was abzugraden macht keinen Sinn. Obwohl doch vielleicht unseren Stab abzugraden. Das könnten wir vielleicht tun. Hallo Lenny Rust. Das macht Sinn. Dann upgraden wir einfach mal den Stab. Das war's auch schon. Mehr können wir auch schon machen. Schön. Dann holen wir uns noch ein paar Lebenssteine. Aber davon werden wir noch ein paar brauchen. Kaufen, Lebenssteine, zack, zack, zack. Aber. So, dann gehen wir jetzt erstmal zurück in den Wald der gefallenen Riesen, denn wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gefunden und gesehen haben, und das werden wir jetzt tun. Nämlich um Gott sei Dank hier unten. Hui. Ja, dann alle sterben müssen. Also die Reichweite ist davon sehr groß, muss ich sagen. Leider auch kein 100% Block. Dafür ist der Schaden tatsächlich gar nicht so schlecht. Völlig nicht verkehrt. So, den Typen töten wir auch. Sehr schön. So, jetzt können wir noch hier unten rein. Soldatenschlüssel benutzt.
wollen wir jetzt auch rein. Hier ist es echt dunkel. Ich glaube, hier sitzen auch irgendwo noch irgendwelche Gegner. Ich glaube, hier kommen auch Skelette. Ja, das ist krass. Yep, hier kommen Skelette. Hallo? Dafür benutzen wir jetzt einfach mal Magie. Rostige Heideritter Kettenhemd. Oh, die ist, glaube ich, cool. Sehe ich nicht schick aus. So. Ist auch. Seelen eines verlorenen Untoten. Ja, die nehme ich mit. Hier liegt so nichts rum. Da ist noch ein Skelett. Ich weiß, das ist jetzt zwar ein bisschen lame mit der Magie, aber ganz ehrlich, mich stört das nicht. Schön Infanteriestiefel. Lieber so, als dass ich 50.000 Mal sterbe. Ich sagte bereits, darauf habt ihr keinen Bock, darauf hab ich keinen Bock. Dann machen wir lieber so. Ring der Geschicklichkeit. Erhöht die Geschicklichkeit. Und damit sind wir jetzt, haben wir jetzt die Fat Roll. Yahoo. Tja, ist dann jetzt halt mal so. So, ich weiß, dass hier noch relativ viele Bogenschützen rumstehen. Oder? Ja. So, den Typen wollen wir natürlich so schnell wie es geht weghaben. So, dann kommt jetzt da der Muten Roshi wieder an. Au. Jetzt sollte ich mich erstmal von dann machen, weil ich habe keinen Bock hier zu sterben. Dafür nehme ich jetzt mal den Estus. So, danke schön. Lang lecker Fanta, wie sie der gute René genannt hat. Jetzt mal hier auf. Hallo? Hallo? Jemand da? Nicht? Da ist jemand. Hallo? Da ist noch jemand. Ja, Rollen macht nicht so viel Sinn gerade. So. Hallo? Waffe nicht hier. Ja, nicht scherbe. Ja, ist recht. Hier ist keine Waffe. Tür mal auf. Hallo? Oh, hallo. Nix fallen. Das ist immer gut. So, hier haben wir auch noch was. Altritterschild. Rüstung und Königsschwertkämpferhandschuhe. Jawohl, damit sind wir jetzt auf 80 Moment. Ja, doch, auch richtig. Damit sind wir jetzt auf 80%. Juhu. Bin ich irgendwo. Das hört sich nicht gut an. Ach du Schande. Ach du Schande. Ja, das ist ein NPC, meine lieben Freunde. Hallo, bin hier. Ah, der kann auch zaubern. Oh oh. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen weichen. Ist hier nix? Hallo? Au. Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Nein! Ja, da bin ich tot.
Das waren ein paar zu viele. Ich hasse die Fat Roll. Egal, wir rennen direkt wieder hin. Riesige Keule. Die würde mir jetzt gerade noch fehlen. Gut, wir rennen direkt nochmal dahin. Hallo? Weg ist Dämmerungskraut. Können wir mitnehmen? Hallo? Oder ist nichts fallen? Lässt auch nichts fallen. Ah, hier. Das Schöne an dem Dolch, der staggert immer so schön. Das ist echt gut. Backstep! Oh wow. Macht ja richtig viel Schaden. So, ja. So Leute, auf ein neues. Das muss natürlich direkt noch einmal. Au. Na komm schon. So, das hat diesmal deutlich besser funktioniert. Teilen. Oh, hier sind drei Stück? Ach ja. Kann man mal machen. Sorry guys, aber ich bin out. So. Blöp. 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 Wie das aussieht. Na komm. So, Entschuldigung, da muss ich mich hier gerade mal ein bisschen konzentrieren, weil ich wollte jetzt nicht schon wieder sterben. Jetzt bin ich mal wieder für euch da. Wie die Schwerter hier auch alle stehen. Auch schön. So, ich heile mich mal kurz. Der eine ist ja netterweise runtergefallen hier. Das war sehr freundlich von dem Herren. So, ich mache die Tür nochmal auf. So, und ich hoffe, dass hier oben jetzt eine etwas leichtere Rüstung rumliegt. Weil diese Fat Roll ist echt ätzend. Vor allem gegen den NPC, der mich in... Irrkrieger-Gamaschen. Ich weiß gar nicht, sind die leichter? Nein! Achso, waren Gamaschen. Die sind noch schwerer. Das ist schön. Reitschwert. Das ist auch schwerer. Juhu.
Drachenamuletten kam es ein paar Mal. Das könnte leichter sein. Oh ja, das ist deutlich leichter. Haben wir hier alles? Nein, da fehlt noch was. Und schimmernder Lebenstein. Naja, immerhin. Gut, ja. Das könnte lustig werden. Gegen den guten Dennis. Tag. Sterben. So. Erzdrakenhelm. Und was haben wir hier noch? Gürmko. Oh je, jawohl. Ja. Tja. Das ist jetzt unsere Geschwindigkeit. Sorry Leute, aber das kann ich nicht machen. Das ist zu heftig. Da bleiben wir dann einfach beim Breitschwert. Weil das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht hier im Schritttempo durch die Gegend laufen. Das geht nicht. Ich habe ja gesagt, wenn es zu krass wird, dann höre ich damit auf. Weil das ist zu krass. So, komm her. Pharos Falchion, Klingen der Ring, Ring der Klingen, Pharos Weizverkünder. Okay, das rüste ich gleich aus. Und der Dicke hier. Backstab. Au. So, mein Freund, du Waffenschmied Dennis, du. Wow, wow, wow. Oh, das sieht nicht gut aus. Freunde, das sieht nicht gut aus. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Aber egal, jetzt habe ich alles, was ich hier wollte. Ich kann jetzt hier wieder verschwinden. Die Seelen sind mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt in die verlorene Basti. Tja, meine Freunde, das ist leider der Nachteil an dem Randomizer-Mod. Man weiß nie, was man kriegt. Tja, ja. Naja, egal. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir machen eisern weiter. So, mal gucken, wie ich hier klarkomme. Erstmal hier die Typen hier platt machen. Hallo. Hallo. Runter und holen wir ein Item hier. Zwei Hände und heilig. Du, oh Gott, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Und Stulpen. Ja. Immerhin kann ich noch normal laufen. Gegner. Wow. Ja, ist klar. Willst du mich verarschen? Wow, diese... Wow. Wow, ey, was war das denn jetzt? Jeder eines alten Eisenkönigs, jawohl. Kleine orangene Blüte. So, das... Hallo, Holger, schon wieder. So, verschwinde. Weil ich will nicht gegen dich kämpfen. Komm, verschwinde. Danke. Schade. So, wir holen uns die Truhe. Was wieder Leuchtkäfer, Menschenbild und fossiler Drachenknochen. Okay. So, wir müssen aber noch einiges ausrüsten hier. Und so, unter anderem das hier. Was war das jetzt noch? Falchion hatten wir eben noch gekriegt. War es hier noch irgendwas? Nein, hier noch. Nein. Nein. Nein, ich glaube, das war alles. Okay. Ja, Werte des Treffens sind immer noch bei der Fat Roll. Okay.
Wir machen noch gerade den Gegner hier und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Mein Gott, das geht aber schnell. So, den Typen besiegen wir aber noch. Ich hab gesagt. So, das war der Typ. Der ist noch vor diese geheimnisvolle Tür. Und dann heilen wir uns noch kurz. So. Und dann war es das für diesen Part auch. Wir sind ein paar Mal gestorben leider. Vielleicht hole ich die Serien jetzt offscreen auch wieder. Muss ich mal gucken, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in Dark Souls Teil 2, Skull of the First in Randomizer.